Weil ich überlebe es, also solche Klassenfahrten und sowas überlebe ich nicht mit so viel Dummheit auf engem Raum. Dazu kommt, dass das auch noch alle vier siebten Klassen sind, die da mitfahren. Gott, bin ich froh, dass ich aus der Schule raus bin. Schön Ausbildung mache, viel bequemer. Ich freue mich auch, wenn ich irgendwann mal aus der Schule raus bin. Ja, Aber ich habe dann dann bist du noch auch schon so raus. circa 5 Jahre zu tun, dann bin ich draußen. Dann geht's weiter mit Studium oder sowas. Ich kann eigentlich mal anfangen, meine Pringles zu essen. Mach ich noch Werbung für Chips? Naja, sollst aber nicht zu viel essen. Von allem. Wieso denn? Keine Ahnung, damit du vielleicht mal nicht so aussiehst wie ich. Ah, passiert mir nicht. Habe ich auch gesagt. Kann futtern, wie ich will. Na gut, bei mir ist das nicht so schlimm, das ist dann eher. Nee, aber ich sehe halt so aus, wie ich aussehe. Ich bin am Arbeiten, dass das wieder anders wird, aber ich, naja. Ja. Das ist, naja. Kennst du ja von zu Hause, ne? Immer ein paar Fackeln genommen. Wo? Wird die Nacht, glaube ich, nicht schlafen gehen. Ich würde da gerne ein paar Monster jagen. Ja. Tu, was du nicht lassen kannst. Oh, was ist denn hier? Soll ich mal ein paar Eins, zwei. Themenvorschläge von meinem eigenen Kanal vorlesen? Das ist immer sehr beliebt in diesem Let's Play. Hat sich Habe hier ich gehört. jemand einen Bunker gebrochen? Ah, okay. Ich bin gerade aus Versehen in den Keller gebrochen. So, was wolltest du machen? Ich habe dich gerade akustisch Themenvorschläge nicht verstanden. vorlesen, ist sehr beliebt bei diesem Let's Play. Jo, kannst du gerne tun. Weil die habe ich hier nämlich so in ausgedruckter Form rumliegen. Für Let's Plays, wenn es keinen ordentlichen Gesprächsstoff gibt, außer Blödsinn. Deshalb habe ich da immer so lustige Listen drum fliegen. So, wir sollen mal über Schule reden, das haben wir ja bereits gemacht. Wir sollen über Freundinnen reden. Freundinnen reden. Ja. Ja, was soll man da drüber reden? Das frage ich mich auch, aber. Naja. Außer dass ich keine habe, gibt es da nicht so viel zu erzählen. Ich schon. Freu dich, back dir ein Eis. Zeit Stirb. verschwenden, kosten Geld, also merkt, da kann man dazu gar nicht sagen. Nein! Oh Gott, So nicht sterben so. dumme Leute. Ja, Skeleton sind ja wohl die fiesesten Viecher, die es hier überhaupt in Game gibt. Aber ich mag die. Ich mag alles, was tot ist. Yay! Also Menschen, da ist vielleicht nicht so schön, aber. Solange es nicht ich selbst bin, ist mir das prinzipiell egal. Boah! Hilfe, ich falle. Max hat So. das Spiel verlassen, alles klar. Und So. ich bin sanft aufgekommen. Oh ne, jetzt Hat bin ich gereicht für die. den Tod. Ich bin unten, lauf durch die Gegend und bin tot. Aha. Du nutzt mal wieder Bugs aus. Kein anderer Mensch Die dann am findet dich. Ende doch nicht funktionieren. Zumindest nicht so gut. Creeper, hau ab. Wie gut, dass du schon zweimal gestorben bist. Ich finde gerade irgendwie meine Sachen nicht mehr. Du müsstest mal meinen Blick sehen.
Aber ich habe meine Webcam nicht angeschlossen. Bei TeamSpeak habe ich auch noch nie was von Webcams gehört. Und aufnehmen tue ich die ja sowieso nicht. Also ist auch egal. Werde angegriffen, schon wieder. Hey So, Mann. ich habe es sogar geschafft, erfolgreich ins Wasser zu springen, ohne zu sterben. Jetzt werde ich auch noch schaffen. Ich schaffe sogar einfach mal Berg runter zu springen, ohne dass ich sterbe. So, und weil das toll ist, ist mein ganzes Inventar weg. Oder liegt hier irgendwo rum? Ich habe bloß die XP-Punkte gefunden. Ach, hier liegt's rum. Das liegt da, wo ich aufgekommen bin, Oh sanft mein noch. Gott, was ist denn hier los? Und jetzt werde ich auch noch von Spinnen verfolgt. Die Spinnen ja wohl. Du wirst von Ah, Spinnen das ist. verfolgt, also ohne Scheiß, das waren jetzt wohl ein bisschen zu viele Monster. Da stehen so circa 20, 30 Monster um meine Items herum. Ach du Scheiße. Ich habe meinen Pussy-Modus geschaltet. So heißt das bei meinem Resource Pack. Ne, nicht, dass sich da jemand wundert. Ah, die Monster sind weg. Cool. Wenn ich meine Sachen sammle. Ja, ach nee. Monster sind weg. Wie kommst du denn auf das schmale Brett? Du die jetzt etwa weggemacht? Wieso tust du so etwas? Ich habe drei Bögen gesammelt. Okay, das Brett war eher dick, aber gut. Außer dass es nicht schmal war. Ne, was hast du sonst noch zu deiner Verteidigung zu sagen? Zu meiner Ja. am Bogen. Kann mich mit diesem Bogen verteidigen. Brat dir doch einen Storch und dann sei glücklich. Nee, ich back mir lieber ein Eis. Ist lecker. Ich brate mir lieber Störche. Jetzt liege ich hier immer noch ein Einzelteil rum. Und ich habe viel weniger in meinem Inventar als vorher. Denkst du, ich kann dein Inventar mit einem Pfeil wieder auffüllen? Wo bist du? War das ein Skelett oder warst du das? Eventuell ich. Also, bitte. Was ist denn, wenn man Difficulty 27 eingibt? Oh, schade. Darf maximal 3 sein. Nein, ich schwebe über dir. Also, eigentlich stehe ich. Obwohl ich stehe halb in der Luft, also schwebe ich. So. Ah, es sind jetzt wieder Monster verfügbar. Finde ich sehr schön. Hier ist eine Spinne. Tötet diese Spinne. Und ich gehe jetzt nach oben, damit ich nicht abgeschossen werde von dir. Weil Kann dich auch abschießen, wenn du oben bist. ich Super. bin nicht gerne sehr tot, weißt du? Nicht? Hat man, ja, wieso bist du dann so oft gestorben, wenn du nicht gerne tot bist? Weil man, wenn man tot ist, sehr schnell sehr tot ist. Autsch. Blöder Creeper. Weißt du? Ja. Ja, eventuell. Oh mein Kannst du Gott. das bestätigen? Ein Zombie hat mich gerade geschlagen und mit einem Schlag getötet. Ja, das kann ich bestätigen. Muhahaha. Der hat Rüstung an. Das war wahrscheinlich deine Rüstung. Nö, ich habe meine komplette Rüstung. Ja, okay, der Typ hat auch eine Lederrüstung. Sowieso Also, nicht so prickelnd. ich bitte dich, wie kann man bei sowas? Also, ich bin Ich enttäuscht. kann's. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Und ich bin verzweifelt. Wo ist mein Schwert da? So, nächster Themenvorschlag. Wir sollen über Eltern reden. Bei Eltern? Ja, Eltern. Eltern stören, wenn man aufnehmen will. Manchmal ja. Sehr oft sogar. Eltern kommen ins Zimmer rein, machen die Tür auf, aber machen sie nie wieder richtig zu. Kenne ich. Klopfen meistens an, aber manchmal auch nicht, weil sie die Küchentür mit meiner Zimmertür verwechseln. Und dann mich mit dem Namen meiner Mutter nennen.
Bist du so eine weibliche Person, oder? Nein, auch letztens hat meine vorderste Küchentür mit meiner Tür verwechselt und hat gesagt: Manuela, bist du fertig mit dem Kochen? Und ich sag: Was? Dann ist ihm aufgefallen: Ist ja nicht die Küche. Ist ja das Büro von Max. So. Nein, du tötest mich jetzt nicht. Perfekt. Nein. Nein, du tötest mich jetzt nicht. Er Tot. hat mich auch nicht getötet. Ich habe das zum Skeleton gesagt und hinter mir war dann plötzlich ein Zombie. Das heißt, ich muss jetzt ganz schnell zu meinen Sachen rennen. Bekomme voll den fetten Pfeilschaden, sodass ich fast tot bin, wenn ich da bin. Was habe ich denn gesammelt? Freudig. Rohes Kaninchen. Freudig, Also hack wenn. dir ein Bankkonto und sei glücklich. Ja, dann kann man eigentlich schon glücklich sein. Aber du musst das richtige Konto erwischen, nicht das mit den Minuszahlen. Das ist klar. Ja. Oh, Das ist klar. ich habe so eine wunderschöne Sonne in meinem Texturpaket. Die ist einfach himmlisch. Und ich hatte ja auch mal eine schöne Sonne, bloß aus irgendeinem Grund zeigt das die nicht an, sondern die normale, eckige Sonne. Ja, meine ist rund. In dem mein Texturenpaket war meine auch mal rund. Ich habe es bloß nicht geupdatet für die 1.8. Deshalb. Weil immer wo ich das machen wollte, bin ich mit einer bestimmten Person auf dem Teamspeak, wo ich immer irgendwas anderes mit der zu tun habe. Welche Person könnte dies sein? Einstein? Wenn du damit die Intelligenz beschreiben möchtest, vielleicht ein bisschen mehr als ein Stein. Dann keine Ahnung. Werde mich jetzt auch nicht angesprochen fühlen. Bist die einzige Person, mit der ich auf dem Teamspeak bin, ne? Fällt bestimmt keinem auf. Glaube auch. So, ich würde sagen, ich habe genügend Viecher jetzt getötet. Warum hat eigentlich eben mein Handy geklingelt? Keine Ahnung. Ich habe meins immer im Flugmodus und auf lautlos. Solltest du vielleicht auch mal machen. Nee, nee. Gerade während der Aufnahme ist gut, weil dann hast du nämlich nicht so lustige Störgeräusche. Die bei mir übrigens übelst laut sind durch den Mikrofonvorverstärker. Bei mir nicht. Naja, bei dir ist ja auch nicht so viel Kabel zwischendrin. Nee, du hast ja so Headset und da ist das ja alles drin. Aber ich habe ja hier ein langes Kabel, was dann sozusagen als die Antenne dafür fungiert und einen schönen Mikrofonvorverstärker. Und dann ist es natürlich schlecht, weil dann ist nämlich Ohrenkrebs. Das Problem habe ich schnell.